Das ist die Alternative zum Stahl, Carbonfaser. Die Antwort auf die Frage, wie man Beton leichter, stabiler und elastischer macht. Manfred Kurbach ist Bauingenieur. Er forscht an der Technischen Universität Dresden. Zusammen mit seinem Team hat er den sogenannten Textilbeton entwickelt. Einen neuartigen Werkstoff, der erstaunliche Eigenschaften besitzt. Das Ausgangsmaterial für die Bewehrung sind Carbonfasern, die sehr, sehr weich sind. Die kann man nicht so in den Beton einlegen, das ist zu kompliziert. Deswegen werden sie auf Textilmaschinen zu einem Gelege verarbeitet und auch mit einer Beschichtung versehen, sodass sie eine gewisse Steifigkeit bekommen und damit leicht verarbeitet werden können. Gleichzeitig können die Fasern auch noch in der Kraftrichtung optimal ausgerichtet werden, damit sie im Beton optimale Arbeit leisten. Den Anfang also bilden die Carbonfasern. Bis zu 50.000 von ihnen bündeln die Forscher zu einem Faden, mit dem sie dann auf einem automatisierten Webstuhl ein Endlosgeflecht herstellen. So entsteht aus einem scheinbaren Wirrwarr das textile Innenleben des neuen Betons. Um dessen Eigenschaften noch weiter zu verbessern, überziehen die Forscher das Gittergewebe mit einer stabilisierenden Beschichtung. Das Carbongewebe wird nach Maß zugeschnitten und verlässt nach 15 Minuten Produktionszeit den Webstuhl. Jetzt folgt die Betonherstellung aus Zement, Sand und Wasser. In ihrem Labor an der Dresdner Uni verwenden die Forscher eine spezielle Mischung mit besonders fein gemahlenem Zement. Aus diesem Feinbeton und dem Carbongeflecht entsteht nun der Textilbeton. Zuerst wird eine millimeterdünne Schicht Beton ausgestrichen. Darauf kommt das Carbongeflecht und eine weitere Schicht Beton. Anschließend muss das Ganze 24 Stunden aushärten. Durch die leichtere Bauweise verbrauchen wir weniger Material, wir brauchen weniger Energie und stoßen bei der Zementherstellung deutlich weniger CO2 aus. Entscheidend allerdings ist die Frage, wie belastbar ist der neue Beton? Dazu gibt es Labortests. Deren Ergebnisse bilden später die Grundlage für die Berechnungen der Architekten und Statiker, wenn sie Textilbeton in ihren Bauprojekten einsetzen wollen. Es wird ernst. Ein Träger aus Textilbeton soll bis zur Grenze der Belastbarkeit gebogen werden. Die Forscher erhöhen den Druck immer weiter. Bald zeigen sich erste Risse. Doch das Carbongewebe im Inneren hält den Träger zusammen. Am Ende der Tests steht das offizielle Ergebnis. Textilbeton ist 6-mal stabiler als vergleichbarer Stahlbeton. Als wir die erste Brücke aus Textilbeton bauen wollten, mussten wir 2 Exemplare herstellen. Eine Brücke mussten wir im Labor bis zum Versagen belasten, damit die Bauaufsicht sieht, wie viel die Brücke trägt. Und das war dieses Exemplar hier. Man sieht die Risse noch und wir haben sie nur notdürftig repariert und dann hier ausgestellt. Und das andere Modell der Brücke darf sich schon im Alltag bewähren. Das Besondere am Textilbeton aber ist, man kann ihn auch ganz anders nutzen. Eigentlich ist der Beton ein Material, das man so im Innenraum erstmal nicht vermuten würde. Ist auch nicht weiter verwunderlich, denn Beton ist dick, globig, schwer. Und das mag man nicht unbedingt hier im Wohnzimmer haben. Aber durch die Verwendung von Carbon können wir jetzt ja extrem dünn bauen. Wir können ganz schlanke Bauteile erstellen. Und damit kann man eben auch Stühle, Sessel oder auch Tische machen. Zur Freude von Ingenieuren und Designern. Sie können jetzt neue Formen entwickeln. Ihre Kreativität ist gefragt. Geniale Idee, dieser Textilbeton.
Seine Erfinder jedenfalls sind für den Zukunftspreis des deutschen Bundespräsidenten vorgeschlagen. Ob sie ihn erhalten, entscheidet sich Ende November. Wir drücken die Daumen.